Dion Sommage Elixier beschrieben von mir. Hey, das reimt sich sogar. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich quatsch wirklich sehr gerne über Parfüm. In dem Video heute geht es um einen Release, auf das ich sehr, sehr gespannt war. Ich habe die Tage runtergezählt, wann denn dieser Duft endlich mal in der Parfümerie erscheint, dass ich den dann das erste Mal schnuppern darf. Und ich habe sogar einen Tester mitbekommen. Es geht hier heute nämlich um Dion Sauvage Elixier. Das ist das Release, was mich so hibbelig gemacht hat. Warum? Ich habe mal ein Video gemacht mit Dion Sauvage Eau de Toilette versus Dion Sauvage Eau de Parfum. Ich mag Dion Sauvage jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde nur, es ist halt ein bisschen blöd, weil Dion Sauvage, deine Individualität killt. Das ist ein Killer, wenn du individuell riechen möchtest. Trotzdem ist es ein Duft, der gut riecht. Ich rieche diesen Duft wirklich gerne. Was ich einfach in letzter Zeit einfach gemacht habe, ist, ich layer den mit anderen Düften. Dann habe ich so diese Ambroxan-Note, die ich bei Dion Sauvage wirklich sehr liebe. Und dann habe ich die auch in anderen Düften drin. Das habe ich damit gemacht. Nicht, dass du jetzt denkst, ja, Mainstream, wer trägt denn noch Dion Sauvage? Es gibt halt Leute, die mögen den immer noch und ist auch nicht schlimm. Ich war jetzt aber auf den hier gespannt. Ich dachte so, was bringt denn jetzt hier Dior noch raus? Es gibt ja so viele Flanker schon von Dion Sauvage. 3 Varianten gibt's schon. Was wollen denn die jetzt noch machen damit? Und ich werde dir jetzt hier verraten, was mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich diesen Duft hier getestet habe. Und zwar, ich sprühe den jetzt hier mal, jetzt haut der mir hier ab. Jetzt sprühe ich diesen Duft mal auf den Streifen. Oder auf die Haut. Ich sprühe den auf die Haut. Also, ich habe ihn gestern getestet, den ganzen Tag. Ich hoffe, da ist noch was drin. Den ganzen Tag habe ich diesen Duft getestet und habe schon in der Parfümerie das erste Mal so gedacht, beim ersten Sprühen, warum kommt jetzt hier diese komische Note raus? Ich erzähle dir jetzt hier, wie es war. Du bekommst hier am Anfang, das ist jetzt schon wieder so, eine süß, würzige, aber irgendwie auch frische Note raus. Du kriegst hier eine zimtige Grapefruit und irgendeine Note, die echt komisch ist und bei der ich echt dachte so, bitte nicht. Die komplette Freude war mit dem ersten Sprüher zunichte gemacht worden. Also ich hab dran gerochen und dachte so, was, warum, wieso? Der riecht so fast, muffig, so nach Lakritz oder Anis oder sowas. Ich würde eher sagen Lakritz. Da ist irgendeine Note, die erinnert mich sogar an Sellerie. Der riecht sogar irgendwie nach Sellerie. Und dann dachte ich mag Sellerie überhaupt nicht, ne? Ich hasse Sellerie. Ich esse nie Sellerie. Und dann wollte ich den schon wegstellen und den Arm abspielen, weil ich dachte so, ich will jetzt hier den ganzen Tag nicht nach diesem Duft riechen. Geht gar nicht. Dann nach ungefähr 10, 15 Minuten ist diese Note verschwunden. Die Lakritz-Sellerie-Note war weg. Und das, was sich dann offenbart hat auf meiner Haut, hätte ich nie im Leben so erwartet. Kann ich dir verraten, wirklich. Ich war in der Parfümerie und dachte so, ich brauche Wasser jetzt hier, um das wegzumachen. Der Duft hat sich dann in eine sehr tiefgründige, nischige Richtung entwickelt. Der ist immer süßer und würziger geworden. Jetzt noch nicht. Es hat sich sogar eine rauchige Moschusnote rausentwickelt aus diesem Duft. Auf meine Haut ist der so rausgekommen. Ich habe gedacht, also wirklich. Unglaublich, der riecht für mich nach Nische. Hätte ich nie erwartet, dass jetzt hier ein Dion Sauvage rauskommt, der so tiefgründig und erwachsen riecht, fast schon sexy verrucht. Das ist das richtige Stichwort. Sexy verrucht riecht dieser Duft für mich. Und dann nach ungefähr einer Stunde, und jetzt kommt's, hat der Duft mich extrem an Oud for Greatness von Initio erinnert, mit Ambroxan. Wer hätte das gedacht? Die typische Sauvage-Note ist nach der Zeit rausgekommen. Diese Ambroxan-Note, die ich ja so liebe bei Dion Sauvage, ist dann irgendwann hier so leicht zum Vorschein gekommen. Aber jetzt nicht vordergründig, eher hintergründig. Mit Oud for Greatness-Vibes, wer hätte das gedacht? Also eine Empfehlung für dich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir diesen Duft hier empfehlen werde, aber definitiv. Zusammengefasst ist der Duft keine Version von Dion Sauvage. Das ist ein eigenständiger Duft. Wirklich, ganz anders. Du musst ihn testen. Nicht blind kaufen, wenn du Dion Sauvage magst. Der ist anders. Ich würde eher sagen, das ist ein eigenständiger Duft mit Dion Sauvage Vibes, aber auf gar keinen Fall eine Version von Dion Sauvage. Zusammengefasst, der ist erwachsener, tiefgründiger, einfach irgendwie verruchter, sexy. Das ist jetzt beim ersten nicht so der Fall.
Ich habe jetzt hier das Fenster offen. Ich hoffe, ihr hört das nicht draußen. Da ist gerade ein Bus vorbeigefahren. Sorry dafür. Ich wollte jetzt hier einfach dieses Video für dich aufnehmen, so schnell wie möglich, um dir meine Gedanken zu teilen. Ja, genau. Haltbarkeit ewig lang. Der Duft hält 8 Stunden plus 10 Stunden, habe ich diesen Duft auf meiner Haut wahrgenommen. Und Siage, würde ich sagen, ist... Bringe ich den jetzt als Beast Mode Duft raus? Ich würde schon fast sagen Beast Mode. Doch, ich sag Beast Mode. Der ist wirklich ein, das ist wirklich ein Duft, der füllt Räume. Dior Sauvage Elixir. Ich war auch gespannt, weil das Wort Elixir irgendwie so eine Spannung bei mir ausgelöst hat. Ich dachte so, oh, ein Elixir, das muss ich auf jeden Fall testen. Das war jetzt hier meine Beschreibung. Das war eine kurze Beschreibung. Ist auch ein kurzes Video von mir. Habe ich jetzt spontan mal aufgenommen. Ich hoffe, das war dir jetzt hier nicht zu spontan vor der Kamera gequatscht. Aber das waren einfach meine Gedanken. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, falls du diesen Duft noch nicht getestet hast oder ihn blind bestellen wolltest. Dior Sauvage Elixir, beschrieben von mir. Hey, das reimt sich sogar. Ja, war mein Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und lass mir ein Abo da, lass mir einen Daumen nach oben da und ich hoffe, du bist beim nächsten Video wieder dabei. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich freue mich aber auch riesig, wenn meine aktuellen Abonnenten jedes Mal reinschauen in meine Videos und sich darüber freuen. Grüße gehen in dem Fall raus an dich. Ich werde jetzt hier nochmal einen Kaffee trinken, weil ich habe heute erst 2 getrunken und nach dem Ding brauche ich hier irgendwas zum Runterkommen. Kaffee wirkt bei mir schon gar nicht mehr wach machend. Ja, ich verquatsche mich jetzt hier schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.